Hallöchen und willkommen zurück bei GTA 5 Online. Nächste Woche und eine nächste Aufnahmesession beginnt. Und herzlich willkommen zurück. Hallo. Mit dabei sind auch wieder ein paar Mitspieler. Julia natürlich. Das war ein bisschen laut. Ja. Lennart und Marcel auch noch wieder. Hallo. Wo seid ihr denn jetzt gerade? Weil ich bin nämlich bei meinem Apartment. Im Himmel. Okay, ja. Lennart, du kleine Kackbratze. Du kleine Kackbratze. Leute, ich hab da was ganz Tolles gerade am Bildschirm. Nein. Achtung, die Verbindung zur Sitzung wurde durch einen unbekannten Netzwerkfehler unterbrochen. Alter, das ist nicht dein Ernst, oder? Ich liebe GTA. Nicht. Wir laden dich jetzt einfach nochmal ein. Ich hab keinen Bock, nochmal neu anzufangen. Nein, wir machen das jetzt durch. Ich mach sonst einfach da einen Cut und mach das so als Outtake oder so. Mann, immer wieder killen, das nervt langsam. Also ich würde, also jetzt, wenn das jetzt noch öfter passiert, dann habe ich echt keinen Bock mehr auf GTA. Okay. Ja, das ist halt so. Manchmal. So, Julian hat mich auch schon wieder freundlicherweise eingeladen. Siehst du, ich bin voraussehend. Ich halte mich ein, aber mir geht das nicht. Ja. Welcher bescheuerte Polizisten fliegt den Heli da oben? Gut, Lennart. Deine Verbindung ist auch nur ein wenig schlecht. Ich glaube, Lennart führt ein Doppelleben als Alien. Nein! Ein Millimeter Leben. Langsam werde ich angepisst. Ich finde, wir verbünden uns gegen Lennart. Ja, finde ich okay. Auch. Okay. Ich auch. Jedenfalls, wenn ich mal wieder hast dabei bin. Hast du in den letzten 5 Mal auch schon gesagt. Nein, jetzt höre ich wirklich auf, okay? Ja. Boah, das hat mir gerade ein Schuss. Alles weggenommen. Wer ist das denn da? Der auf dem Motorrad. Motorrad. Ah, Kosten. Wir sind noch in der Aufnahme, Manu, oder? Ja. Achso, gut. Gut, ja, also du bist offiziell dem Spiel beigetreten. Ja, ich fahre auch gerade aus meiner Garage raus. Ja, gut, dann können wir ja mal anfangen. Ich habe mir ja ein paar Stichpunkte gemacht. Und zwar hatte Lennart vorgeschlagen, dass wir ein Luftbattle machen. Und dabei noch über ein paar andere Themen reden. Genau. Lennart, bist du das? Nein. Warte mal als, eben. Als erstes, verbünden wir uns jetzt alle gegen Lennart. Nein. Und bringen ihn einfach mal ein wenig um. Ja, jetzt kriegt er Angst, ne? Seit 5 Minuten erzählt er hier was von, ja, ich höre auf, aber hier, Scheißdreck, Pustekuchen, Eselfurz, nichts. Vielleicht bei irgendjemandem anschaffen, genau. Wer ist das in der Feuerwehr hier? Vielleicht bei irgendjemandem einsteigen. Nein. Habe ich noch eine Haftbombe? Nö, scheiße. Wenn ihr Lennart seht, einfach gleich draufrotzen. Ja, schon klar. Scheißegal, was er sagt. Irgendwer kommt davon. Nee. So, Nein! So, er hat schon wieder versucht, dich zu töten, Manu. Er hat mich getötet und dann habe ich ihn getötet. Ja, hä? Aber allein schon, dass er dich getötet hat. Das sagt schon, der hört nie auf. So wie Kumpels. Ey, mein persönliches Fahrzeug wurde von der Polizei beschlagnahmt. Meins auch. Dein Mechaniker an. Der ist auch wieder neu von der Polizei. Ach, ich kann jetzt einfach meinen Mechaniker anrufen und dann bringt er mir mein beschlagnahmtes Fahrzeug. Nein, nee, wird halt anderes Fahrzeug. Aber dann brauchst du die Versicherung anrufen und dann kommt das.
Auto, was du bei der Polizei hast, wieder deine Garage. Wolf, geht's. Lennart, du machst dir echt keine Freunde, nur mal so. Der hört nicht auf, ne? Nee, deswegen, komm mal her. Wir machen jetzt einmal so Spawn-Kill bei Lennart. Okay. Er steht auf der Straße. Ich bin das. Okay, gut dann. Nein! So, also wir sind jetzt einfach alle jetzt gegen Lennart und töten ihn einfach mal ein bisschen, damit er merkt, wie sich das anfühlt hier. So, dann ist er nämlich schon wieder. Der geht in Passivmodus. Ja. Ich komm Panzer, bin überfahren. Oh. Das ist schon irgendwie leicht feige, ne? Wow, ey, ihr scheiß Polizisten, ey. Ihr müsst, Nein! Ich hasse und auch in euch stehen bleiben. Stärker. Ach, da kann man rein. Nein, dann passt aber kein Auto durch. Lennart, du bist umzingelt. Du bist hier eingesperrt. Du bist eingesperrt. Stirb. Oh ne, der hat dich im Auto vor. Oh Mann. Von mir, der war gerade herumgefallen, alles von ihm gelöscht wurde. Von wem wurde was gelöscht? Ja, so ein Kumpel von mir, der spielt auch gerade GTA und der halt gerade herum. Hier haben wir die ganzen Daten. Account. Ja, das hat er auch schon mal. Daten? Ja, halt der Account und so. Naja, der hat ja auch schon mal. Wo ist Lennart? Da hinten. Mir gefällt das Ganze hier schon wieder nicht. So, wir müssen jetzt irgendwas Produktives machen. Darin sind wir ja sowieso schon so gut. Ich kann gleich eine Mission starten. Ja, stimmt. Die können wir gerne mal machen. Oh, ist welche von der Polizei weggerammt, ey. Aber nur vier Stück rein, bitte. Ja, wir sind ja vier. Hat einer von euch ein schnelles Auto? Wir haben alle schnelle Autos. Denke ich mal. Also ich hätte auch eins, wo wir alle zu viert reinpassen. Muss ich mir nur eben holen. Lennart! Weil die kann man irgendwie wieder neu starten. Mhm. Marcel, hast du eine Ahnung, wo dann das liegen könnte, dass mein Auto kaputt ist und wenn ich die Versicherung anrufe, sagt da immer, alle Mitarbeiter sind im Gespräch? Es kann sein, dass da keine Versicherung drauf war. Auto. Es war schon eine Versicherung da. Fick dich, Mann. War schon eine Versicherung drauf, aber es wurde von so einem anderen Spieler mit einem Panzer kaputt gemacht und seitdem ist das Auto weg. Marcel, lädst du denn den Julian und mich mal ein? Lennart brauchst du nicht unbedingt einladen. Ich hab ihn gerade eingeladen. Mach mal alle Spieler in der Sitzung. Sache. Hab ich schon. Naja, okay, ich hab's nur nicht gemerkt. Ne, bei mir nicht. Einladung bei jedem. Dann mach nochmal bei mir. Dann guck einfach mal auf deinem Handy nach. Ja, habe ich ja schon, da steht keine Einladung. Besetzung ist voll. Ist da irgendjemand anderes beigetreten? Nein, jetzt noch 2 Plätze. Kann ich mich dann nochmal neu starten? Ja. Ich mach nichts mehr, jetzt ist wirklich Frieden. Ich schwöre! Mir scheißegal. Ich bin das, der Jürgen, der da unten gerade längs geht. Ja, ja. Ja, lädst du uns nochmal eben ein. Ja, das war bei mir jetzt gerade dabei. Super. So, was hatten wir nochmal so als Thema? Homosexualität. Ich auch! Spiele. Und Titanfall. Genau, ein paar Spiele, also so Musikrichtungen. Über ein paar Spiele wollten wir reden.
Über Homosexualität. Das war eher so das Notthema eigentlich, aber okay. Das habe ich vorgelesen, jetzt müssen wir drüber reden. Was sagst du denn zu Ellen Page, Mann? Was ist mit der? Ja, die hat sich doch geoutet. Ja? Ach ja. Da haben wir doch vorhin noch drüber ge. Was? Haben wir gar nicht. Natürlich! Nein! Hä? Natürlich hab. Da, ist doch war, ich, da war ich dann aber gerade auf Klo. Ich hab doch mit dir geredet! Oder nimmst du auf dem Klo auf? Ja klar, jedes Mal. Nee, aber über die Ellen Page habe ich so, habe ich in den Nachrichten halt was gehört, aber ich habe mich, also ich kann mich irgendwie nicht daran erinnern, dass wir darüber geredet haben. Ja, so viel habe ich da jetzt auch nicht von mitgekriegt. Die hat sich halt geoutet, dass sie lesbisch ist. Ja, eingeladen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die lesbisch ist. Ich dachte, die wäre jetzt irgendwie schwul. Was? Ja, egal. Du! Ja. Wie gesagt, also, ja. Das lassen wir einfach mal so stehen. Komm her! Oh nein, das wollte ich gar nicht. Die Einladung bekommen? Nein. Ja. Oder weiß ich nicht, ich hab gar nicht nachgeguckt. Ich sag einfach nein. Ja, doch, ich hab sie bekommen. Ja, ich würde sagen, wir fangen eigentlich mal mit Musik an. Ich habe eine Einladung zu einem Überlebenskampf. Also warum auch immer, ich bekomme die nicht. Also ich kann ihm beitreten. Hast du alle Freunde einladen alle, gedrückt? Alle auf der Abschiedssitzung, ja. Ich bekomme eine Einladung. Guck mal, ob er mir eingeladen steht. Ja, ich habe eine bekommen von der Dragon. Ja. Richtig? Ja. Ich will das Spiel nicht haben. Ja, da sind jetzt gerade schon zwei andere drin. Ja, dann schmeißt sie mal raus. Ja, das muss Marcel machen. Ja. Sag ich ja. Über Musik willst du gerne reden, Manu? Ja. Was hört ihr denn so für Musik? Manu kann ja mal anfangen. Schlager. nein. Was hast du eben gesagt? Schlager, nein. Achso. Oh Mann, hat schon gehört. Nur weil jetzt haben wir gerade gestartet, ne? Ja. Super. Toll. Immer werde ich ausgeschlossen. Immer wärst du ausgeschlossen, Julian. Was ich höre, ich höre eigentlich so. Ja, was höre ich denn eigentlich? Das, was du auch hörst. Wow, das grenzt so gemein ein. Ich hab irgendwie kein Auto hier. Ist das offen? Das wäre super. Ja, cool, das Auto ist offen. Geil. Du hörst also das, was ich auch höre? Das ist sehr interessant. Nein, also ich höre so ein bisschen eher halt so, dass das normale, also normale Charts, was da ist, ja dieses neue da, Timber und bla bla bla. Jetzt nicht. Ja. Aber jetzt auch eher dann ja so durch dich und Gitarre spielen, ist das dann auch eher so dann in die Richtung, wie heißt denn die Richtung nochmal, Julian? Ja, generell die Rockschiene, würde ich sagen, ne? Ja, kannst ja, ist es, weiß nicht, ist das, Post-Grunge ist das nicht. Ja, das ist auf jeden Fall irgendwie so eine Richtung von Rock. Ja, also. Rock, ja. Pop and Rock'n'Roll. Also nicht Klassik-Rock. Nee, also eher so in die Richtung Linkin Park geht das, ne? Ja, aber die alten Sachen. Aber Linkin Park ist ja New Metal. Ach so, also ja. Zumindest die alten Sachen. Das ist ja doch wieder ein bisschen was anderes. Also ich höre, glaube ich, ausschließlich nur irgendwelche Rock-Sachen. Also generell so Band-Sachen. Also wo... Auch wegen der Gitarre. Kann man dann immer so schön mitspielen und so. Runtergestimmte Gitarren. Und dann geht das schon ordentlich ab. Dann bebt das Haus. Ja, genau. Ja, Marcel, was hörst du so für Musik? Eigentlich nur Rock. Ja, finde ich gut. Lieblingsbands? Eine. Hm? Ja, keine Lieblingsband. Was hörst denn du so aktuell so? Ich von
Oder beziehungsweise irgendwie so irgendwelche Songs. Nebenbei manchmal von Gilgamesh. Okay, kenne ich nicht. Ja, das liegt halt. Also, du bist gerade ein bisschen abgehackt. Echt? Ja. Also ich höre auch sehr gern die das Anfangslied von SpongeBob. Nee, zum Beispiel, das kann ich ja mal sagen. So meine vier Favorites sind so im Prinzip Breaking Benjamin, Three Days Grace, beziehungsweise ja, Adam Gontier, Three Days Grace, also jetzt die neuen Sachen jetzt nicht mehr so unbedingt. Also jetzt, wo er raus ist. Dann Skillet höre ich auch noch ganz gerne. Ja. Und My Darkest Days, die sind aber nicht so bekannt. So. Vielleicht kennt das ja irgendjemand, ne? Habt ihr auch gerade 37.000 bekommen? Nein. Weniger. Lennart, du hast noch gar keine Aussage zu diesem Thema getätigt. Ja. Ja, hauptsächlich linken Park. Und dann macht er immer so Headbanging mit dazu, ne? Alter, warum hast du 37.000 gekriegt? Ich hab keine Ahnung. Weil er die Mission zum ersten Mal gemacht hat. Eigentlich habe ich die Mission schon mal gemacht, aber okay. Okay, alle drei Modus, okay. Also, Lennart hört gern Linkin Park. Ja. Die alten Sachen kann ich mir auch gut anhören. Ja, oder auch Seed. Also, was mich zum Beispiel ankotzt an Linkin Park ist so dieses, die als Castle of Glass so populär geworden ist, auch in den Radios, dass dann auf einmal ganz viele Linkin Park Fans geworden sind und die eigentlich total, also irgendwie, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und das Album war dann irgendwie schon ein Jahr draußen, dann kam das so richtig, wurde das richtig populär in den Radios und dann haben die auch mal, ja, die neue Single und so. Das ist, ja, irgendwie, also die alten Sachen kann ich mir gut anhören. So Meteora, Hybrid Theory. Euch drauf? Ja, ich bin jetzt wieder in einem freien Modus und ich bin nicht bei. Doch, ich bin. Doch, nur Jürgen fehlt in der Sitzung. Ja, dann versuche ich euch mal beizutreten. Währenddessen können wir ja mal über Spiele reden, was auch immer du mit dem Punkt meintest, Manu. Damit meinte ich eigentlich, dass jetzt zum Beispiel so momentan keine richtig geilen Spiele auch rauskommen und das so Spiele wie Titanfall, hallo? Ja, okay, da können wir auch nochmal gleich reingehen. Und dass halt solche Spiele wie GTA, finde ich jedenfalls, langsam so ein bisschen ausgelutscht werden. Oder ausgelutscht sind und immer ein bisschen langweiliger werden sozusagen, wenn man da einfach nichts Neues machen kann. Ja. Was halt ihr eigentlich so für ein Spieletyp? Also eher halt dann, eher so, ja, Shooter oder sonst was? Horrorspiele. Kann ich gar nicht ab. Da auch nicht ganz so meins. Da macht ich mir sofort in die Hose. Ich find es ab und zu mal ganz lustig, aber nicht ganz so meins. Nicht zum selber spielen. Was ist das, Lennart? Ich bin jetzt in der Sitzung drin.